Ja, jetzt müssen wir eigentlich da ein Tourfahrzeug kriegen. Das ist doch mal was. Was nehmen wir denn? Nehmen wir Fahrzeug 2. Offline. Wie oft habe ich gesagt, dass der ganze Park in einer Katastrophe enden wird? Ziemlich oft. Ja. Vielleicht funktioniert wenigstens einer dieser Schrotthaufen. Gleich Fahrzeug 3. Okay, meine Schäfchen. Ja. Wartet einfach da und ich schicke euch einen Wagen. Na also. Weiß, dass wir hier sind. Du hast gesagt, ich soll niemals trampen. Außer du bist auf einer Insel voller Dinosaurier. Los, Liebes, holen wir unsere Patientin. War ja doch eine ganz gute Idee. Wer bringt uns dieses Ding? Die Tourfahrzeuge fahren nur ein paar Ziele an. Wenn sie uns hören, wir müssen zum Besucherzentrum. Sieht aus, als wäre jemand verletzt. Ich bin überrascht, dass es nur einer ist. Bringen wir sie zum Zentrum. Na bitte! Kann die Karre nicht schneller fahren? Das dauert ja ewig. Mariquita! Oh. Oh Gott, wie sieht die denn aus? Es ist peligroso. Sie hatten einen Unfall. Sie sind jetzt in Sicherheit. Alles wird gut. Wir bringen sie zum... Bastardo! Morirás por tus pecados. Ganz ruhig. Was ist los? Sie ist im Delirium. Sie halluziniert bestimmt. Mariquita, Angelito mio. Sie sagte, ich sei ihr Engel. Hola, ¿cómo estás? No sabes cuánto he esperado. Jess, rede weiter mit ihr. Sag ihr, sie muss sich entspannen, erholen. Mein Spanisch ist nicht so gut. Du kannst das, Liebes. Sag ihr, sie muss sich ausruhen. Mariquita, ¿qué pasa, mi amor? Ja, was heißt jetzt was? Joghurt. Evita. La biblioteca? Joghurt evita la biblioteca. El yogur. Eso no tiene sentido. Sekunde, ich habe das nicht richtig gesagt. Oh, nö, ne. Tio. Evita. Un lapis? Tio, evita un lapis. Tio? Encontraron a Manolo? Ups. Necessita. Ja, das ist richtig cool gemacht, also. Aber. El descanso? El necesita el descanso. Debería dormir. Ich glaube, das war fast richtig. Usted? Necesita. El descanso? Usted necesita el descanso. El descanso? Sí. Sí. Jetzt haben wir. Cansado. Ich dachte, du hättest nur Einsen im Spanisch. Naja, ich habe etwas abgerundet. Entschuldigung. Ja, mein Spanisch ist auch nicht gerade gut. Was heißt nicht gut? Ich kann kein Spanisch. Hier müssen wir raus. Okay, wir sind da im Besucherzentrum. Alles klar. Das war unsere Tour. Vergessen Sie nicht, im Souvenirgeschäft vorbeizuschauen. Das ist echt im Eimer. Gehen wir. Auch sehr bekannt aus Teil 1 von Jurassic Park.
mich noch erinnern kann. Hallo? Hey, kann uns jemand helfen? Das sieht Hallo? Gar nicht gut aus. Überhaupt nicht gut. Was ist passiert? Wo sind die alle? Ich habe keine Ahnung. Aber das ist sicher kein Grund zur Sorge. Wo auch immer sie sind, sie werden bald zurück sein. Oha. Ach, Jesse, bleib doch bei unserer Patientin. Ich werde mich noch ein bisschen umsehen. Okay? Okay, aber warum redest du so? Jemand will uns kontaktieren, oder? Es kommt aus den Lautsprechern. Sie müssen über den Notrufkanal senden. Moment, ich werde das zurückverfolgen. Ja, jetzt sind wir im Besucherzentrum und es ist kein Schwein da. Was zur Hölle? Der Sichelklaue am zweiten C. Velociraptor, was zur Hölle ist hier passiert? Velociraptor, oh Gott. Nichts. Bessere Tage gesehen, hm? Nein. Hier ist auch nichts mehr. Wo könnte man denn noch hin? Hoch. Moment mal. Total im Eimer. Hier ist ein Funkgerät. Kann ich helfen? Da ist es. Jetzt den richtigen Kanal? Oh Gott. Hallo, hier ist Jerry Harding, der leitende Tierarzt. Ich weiß, wer Sie sind. Hier ist Laura Sorkin. Ich hoffe, Sie hatten eine gute Fahrt. Dr. Sorkin, Sie sind noch auf der Insel? Wir sitzen im Feldlabor fest. Die Straße ist unterspült und die Telefone sind tot. Und was ist mit Ihnen? Wir haben ein T-Rex auf der Tourstrecke gesehen. Es ist ein Glück, dass meine Tochter und ich noch leben. Wissen Sie, was los ist? Die Sicherheitssysteme sind zusammengebrochen. Da bricht im Park natürlich das Chaos aus. Scheint, als hätte Hammond schon evakuiert. Ich denke mal, er wollte uns nicht zurücklassen. Nein, natürlich nicht. Ich versuche, auf dem Festland anzurufen. Die sollen uns einen Helikopter schicken. Ich habe hier eine sehr kranke Frau. Scheinbar wurde sie gebissen, aber ich weiß nicht, wovon. Auf jeden Fall etwas Hochtoxisches und... Toxisch? Ausgefranste Wundränder? Heterodonte Bissspur, etwa 20 cm Kieferbreite? Ja, genau so ist es. Was ist mit ihren Augen? Farbloses Klera? Obsoklonus? Ja, richtig. Genau so sieht es Verdammt. Aus. Ihnen bleibt nicht viel Zeit. Sie wird mit Sicherheit Krampfanfälle bekommen und nicht wieder zurückkommen. Haben Sie Carfentanil? Carfentanil was? Nein, habe ich nicht, Doktor. Wozu sollte ich... Ich habe jetzt keine Zeit für Erklärungen. Ein Viertel Milliliter reicht, wenn sie klein ist, weniger. Dr. Sorkin, bei allem Respekt, aber diese Dosis würde Sie töten. Dr. Harding, Sie müssen mir vertrauen.
Sie brauchen ein starkes Beruhigungsmittel gegen die Toxine und zwar schnell, wenn Sie überleben sollen. Na gut, okay, vielleicht im Labor. Nein, stopp, die Betäubungspfeile für das Gewehr, das ist eine Etorphinmischung. Das könnte klappen. Geben Sie ihr das so schnell wie möglich. Bleiben Sie so lange bei ihr. Wenn das Zittern beginnt, müssen Sie sie ruhig halten. Aber ist das nicht gefährlich? Wenn normalerweise jemand einen Anfall... Bitte befolgen Sie bloß meine Anweisung, Ihr Leben hängt davon ab. Rufen Sie mich auf diesem Kanal, nachdem Sie ihr das Beruhigungsmittel verabreicht haben. Das genügt. Ich brauche einen Ort, an dem ich sie behandeln kann und ich brauche... Betäubungspfeile. Ich hab's gehört. Sie sind im Auto, ich hol sie. Okay, hör zu. Wenn du etwas siehst oder hörst, geh kein Risiko ein. Komm einfach sofort zurück. Keine Angst, das mache ich. Aber mach keinen Scheiß. Oh Mann. Jetzt kommen bestimmt diese verdammten Velociraptoren. Oh shit. Oh Mann. Oh verdammt. Nimm einfach die scheiß Pfeile. Komm schon. Mann. Dad, wo bist du? Jesse, raus! Jetzt! Was? Oh, fuck! Wo kommt der denn her?